Langsam wird es was. Wir haben jetzt auch mehr Glück. Wir haben jetzt Glück auf 43 Punkte. Was noch? Charisma haben wir erhöht. Das finde ich toll. Und Intelligenz halt. Wir haben jetzt aber mindestens 40 Punkte. Beim nächsten Mal haben wir Geschicklichkeit oder Willenskraft zu skillen. Da werde ich dann vermutlich das... Welchen Weg muss ich nochmal nehmen? Schon den hier, oder? Ja doch, der hier war's. Okay. Und der See soll hier irgendwo sein. Oh! Ich würde mal behaupten, wir haben ihn gefunden. Goldkanett. Perfekt. Goldkanett. Heidekraut. Ja gut, die Korkwurzel stand jetzt nicht drauf. Da sind irgendwelche Sachen. Das ist ein Skript. Ach, ich hab das noch. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Ach, ich gehe noch. Mist, ich sollte abwarten, ob ich ihn töte oder nicht. Hä? So weit treffe ich den nicht? Jetzt. Wow, getroffen. Ich werde immer besser im Bogenschießen. Er hat sogar einen meiner Pfeile wieder gedroppt. So. Was haben wir da jetzt? Nichts oder was? Ich kann hier nichts nehmen. Irgendwas greift dich an. Da. Sieht aus wie ein Schlachterfisch oder so. Langwaff hat sich verbessert. Kleiner Schlachterfisch. Okay. Ja, aber es hieß auch, die Sachen sind alle am Ding. Also Heidekraut haben wir, Goldkanett haben wir. Was brauchen wir noch? Blüten der Steinblume und Staubbeutel der Weide. Auch das werden wir noch finden. Vielleicht sind es ja die da. Steinblume. Jetzt brauchen wir nur noch die Weide. Weide hieß es doch, war rot, oder? Die Blumen der Weide sind rötlich und hochwachsend, aber sie neigen sich nicht zum Boden hin wie Steinblumen. Die Blätter sind lang und dünn. Das könnten sie sein! Beutelpflanze. Schwarzer Staubbeutel. Okay, ich behaupte mal, das sind sie nicht. Ach, das ist dieselbe. Vielleicht die hier? Nein, das ist eine Kobenbeere. Hm. Die da? Weidenblume! Nein, die hat nichts! Staubbeutel der Weide. Jetzt haben wir alles. Dann können wir den Weg wieder zurückgehen. Nachdem wir hier alles gelootet haben. Hä? Das ist dieselbe. Okay. Dann gehen wir. Ich frage mich, wann ernstzunehmende Gegner kommen. Also welche... Ich meine, es spawnen immer noch momentan Ratten zu Monster, die wir einfach nur mit einem Schlag töten können. Wann spawnen ernstzunehmende Gegner? Ich meine, wir hatten gerade einen... Wir haben gerade Stufe 4 erreicht. Vielleicht spawnen ja jetzt auch endlich ein paar stärkere Gegner. Ich meine, keine solche, die uns komplett vernichten, aber
ein paar anstrengendere wären schon toll. Hätte ich nichts dagegen. Naja, jetzt gehen wir erstmal zurück nach Balmora. Jetzt hätte ich gerne so ein Pferd wie Plötze in Witcher. Also bei sowas, wo wir schon alles erkundet haben, einfach nur den Weg zurückgehen. Da hätte ich gerne ein Plötze. Oh, schönes Licht. Einfach mal in die Sonne sehen für längere Zeit. Sind ja eigentlich die Monster jetzt neu gespawnt oder nicht? Sieht nicht so das danach aus. Doch, da hinten ist die Ratte wieder. Aber da wir nicht an ihr vorbeikommen. Hab sie echt getroffen. Ich hätte sie nochmal treffen können. Okay. Langschwert muss sie haben. Ein Treffer und eine Erkrankte. Wir sind. Okay, wir sind nicht krank. Habe ich eigentlich irgendwas mit der Krankheit oder so? Gewöhnliche Krankheit heilen hätte ich. Na gut. Mit Resistenz habe ich es eh nicht so. Wenn, dann heile ich lieber. Weil ich weiß nicht. Heilen ist ja Wiederherstellung, oder? Genau. Ist Resistenzen? Habe ich vielleicht Pestresistenz oder sowas? Wieso habe ich Kreatur besänftigen? Magie bannen, Ohrwurm, Lärm. Offene Tür. Nein, ich habe vergessen, die Seelenfallen zu machen. Naja. Was tragen wir eigentlich? Ein niederer Seelenstein. Okay. Naja. Es ist aber zum Glück auch kein langer Weg. Ich meine, da ist schon die Festung. Da vorne ist jetzt das Straßenschild, wo wir nach Caldera abgebogen sind. Wir sollten von dem Platz da aus ungefähr schon die Brücke sehen. Also von hier jetzt am Ende sollten wir schon ungefähr die Brücke sehen können. Ich weiß nicht, ob es das Brücke ist. Das da, wo ich jetzt mit dem Mauszeiger drauf habe. Doch, das ist sie. Also wir haben die Brücke gesehen, zwar nur einen ganz kleinen Teil, aber wir haben sie gesehen und dann sind wir eh schon in Balmora. Dann können wir die Quest abgeben. Falsch. Der war daneben. Willst du nicht runterkommen? Komm doch runter. Ich glaube, ich werde die auch ab sofort im Nahkampf machen. Leichte Rüstung hat sich verbessert. Müsste ich nicht eigentlich treffen können? Ah, jetzt. Ach, der hat nichts. So, dann haben wir uns um den Klippenläufer da oben auch gekümmert. Wir machen die Gegend sicherer. Auch für die Bewohner. Oh, Moment mal, das ist ein Skript. Hängt er? Ich glaube, er hängt. Vielleicht auch nicht. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Aber backt er da jetzt rum oder was? Da ist er. Nein, ich habe ihn jetzt getötet. Na toll. Ach Mann, ich verschwende da so viele Pfeile. Und dann kriege ich wieder welche. In der Taverne hole ich mir neue. Die sind ja eh nur zu üben, um Schütze ein bisschen zu skillen.
Aber ich finde es toll, dass ich dennoch schon ein paar Monster damit töten kann. Bevor sie mich erreichen. Auf diese Weise kriege ich keinen Schaden und minimiere... Ja, den Schaden, den ich erhalte. Erhalten würde. Erstmal zur Magiergilde. Wieder die Quest abgeben. Auf uns kann sie sich nämlich verlassen, die gute Ajira. Ja, was kann ich für euch tun? Ja, die Frage ist, was ich für euch tun kann, nachdem ich mit den anderen gesprochen habe und deren Aufgaben erledigt habe. Ajira, ich bin wieder da. Ich grüße euch. Unser Zucker ist dein Zucker. Habt ihr die Blumen, die Ajira möchte? Ja, hier sind sie. Ja, das sind die Blumen, die Ajira braucht. Ajira hat euch weitere Tränke gebraucht. Ajira hofft, dass ihr sie gut nutzen werdet. 6-mal billiger Arcana-Trank. Geil. Was macht Arcana-Trank? 6-mal? Billiger Arcana... Magie wiederherstellen! 2 Punkte! Bam! Das ist die erste Art, das erste Mal, dass ich einen solchen Trank überhaupt in Morrowind gefunden habe oder erhalten habe. Aber ich habe auch noch nie die Magiergilde gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also in Morrowind zumindest. So, dann Beschwörung dafür noch skillen. 4 Stufen. 1 Punkt haben wir. Okay. Fehlen ja eh nur noch 9 Punkte. So. Ajira muss diese Blumen und Pilze studieren. Winder weiß das. Warum belästigt Winder Ajira? Ajira tut es sehr leid. Ajira muss noch viel Arbeit an diesen Berichten erledigen, damit Ajira ihre Wette mit Galbadir gewinnen kann. Vielleicht könnt ihr eine neue Keramikschale für Ajira besorgen? Ja, nehmt diese 10 Draken und findet für Ajira eine Keramikschale. Ajira denkt, dass Ravier, der Händler hier in Balmora, einige hat. Okay. Ajira dankte mir, dass ich ihr die 4 Blumen beschafft hatte. Ajira hat mich gebeten, ihr eine Keramikschale zu beschaffen. Sie sagte mir, dass der Händler Ravier hier in Balmora vielleicht eine hätte. Keramikschale, wir kommen. Natürlich gehen wir vorher in die Taverne zurück. Zum Glückspilz zurück. Wandelt. Denn wir haben ja wieder genügend Gegenstände, die weg müssen. Und verkaufen können wir dann eh schon bei Ravier, wenn wir bei ihm sind. Okay, da wird mit eh nichts mehr Platz haben. Einfach alles irgendwie da rauflegen. So, und was habe ich da jetzt alles hingelegt? Das muss natürlich auch alles darauf. So, dann vielleicht ein bisschen reparieren. Schmieden auf 16 Punkte. So, dann haben wir das. Dann gehen wir zu Ravier. Ja, wir haben exakt... Ah nein, doch nicht, das ist eine neue. Ich dachte schon, wir hätten exakt 1700 Draken, das wäre cool. So, Handel, Waffen, Kleidung, Pfeile habe ich vergessen mitzunehmen. Okay, also ich habe nichts zu verkaufen, dann Topf aus Tontopf, Tonschale, dekorative Schüssel, große Tonschale, blauer Tontopf, Glastopf, Keramikschale, möchte ich eine. Gesamtkosten 1? Niedrig würde ja nur 0 gehen. Wert 2. Was? Ach Mann. Was? Abbrechen. Arr, guter Freund. Es ist mir eine Ehre.
So. Willkommen, Ajira. Ja, was kann ich für euch tun? Voll den Schädel anhauen. Ich bin neugierig. Bitte. Glück und Grüße. Einen sonnigen Tag dir, Freund. So. Ajira muss ihre gestohlenen Berichte finden. Jetzt erstmal die Kira. Was? Ajira benötigt eure Hilfe bitterlich. Galbedi hat Ajiras Berichte über die Eigenschaften der Pilze und Blumen der Umgegend gestohlen. Ajira weiß, dass Galbedi die Magiergilde nicht verlassen hat, also müssen die Berichte in der Nähe sein. Und was ist jetzt mit der Keramikschale? Ja, Ajira braucht eine Keramikschale. Habt ihr Ajira eine beschaffen können? Ja, hier. Ja gut, dies ist eine sehr gute Schale. Aber nun muss Ajira ihre gestohlenen Berichte finden. Ajira erzählte mir, dass ihre Berichte über die Pilze und Blumen von Warenfell gestohlen wurden. Ajira denkt, dass Galbedi der Dieb ist. Ich soll mich bei der Magiergilde hier in Balmora nach den Berichten umsehen und sie Ajira zurückbringen. Ajira dankte mir, dass ich ihr eine Keramikschale gebracht hatte. Sie war jedoch in großer Unruhe über ihre gestohlenen Berichte. Eine unerwartete, aber nicht unangenehme Überraschung. Bitte fahrt fort. Wo könnten die wohl sein? Wieso fehlen mir eigentlich hier Leben? Sind das nicht die Berichte? Pilze von der Bitterküste. Pilze von der Bitterküste. Ein Gesellenbericht von Ajira. Ajira studiert 4 gängige Pilze in Wadenfell. Leuchtendes Hussula ist ein schirmähnlicher Pilz mit einem braunen Fleck auf der Oberseite. Alle Hussula-Sorten riechen intensiv, doch leuchtendes Hussula riecht noch stärker. Bei falscher Zubereitung kann Hussula giftig sein. Gemischt mit Perlenstaub ergibt er einen sehr guten Trank, der die Fähigkeit verleiht, unter Wasser zu atmen. Violetta Coprinus ist ein hochwachsender Schirmpilz, der im Dunkeln leuchtet. Coprinus ist bei falscher Zubereitung, zum Beispiel gemischt mit Hussula, ebenfalls giftig. Coprinus gemischt mit Schuppen vom Fisch macht, dass Ajira auf dem Wasser gehen kann, anstatt darunter. Viel besser! Brettpilz ist braun und plattenförmig und wächst auf Bäumen, manchmal auch auf feuchten Steinen. Brettpilz ist in fast jeder Mischung schlecht. Die Verwendung ist nicht leicht, aber Ajira hat herausgefunden, dass Reste von gestoßenen Perlen zusammen mit Brettpilz einen guten Banntrank geben. Mit Ajiras Fähigkeiten hat der Trank keine böse Wirkung, schmeckt aber sehr schlecht. Hyphafazia sieht genauso aus wie Brettpilz. Ajira kommt leicht durcheinander, aber Brettpilz riecht trockener und staubig. Hyphafazia riecht kaum, schmeckt aber feucht. Hyphafazia ist ein guter Pilz zum Essen, doch von zu viel wird Ajira umgeschickt. Ajira hat Hyphafazia benutzt, um das Fleisch der Höllenhunde genießbarer zu machen. Danach hat Ajira alle Verzauberungen in ihrem Zimmer gebrochen. Einen anderen Zweck für Hyphafazia weiß Ajira nicht. Ajira arbeitet hart, um alle diese Pilze an der ganzen Bitterküste zu sammeln. Ajira verdient den Titel Geselle eher als Galbedier. Nehmen! Okay, ich habe echt nicht gewusst, dass der da liegt. Ich dachte mir einfach nur, vielleicht mal da dort nachsehen.